Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla. So Leute, in der letzten Folge haben wir Oswald zum König gekrönt und wir haben ihm geholfen und jetzt ist er wirklich der End. Also schwarz auf weiß, der König von East England. Ja Leute, wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Oh, es regnet hier. Wie geil. Bist du betrübt, Gunnar? Das bin ich. Sven war mir ein guter Freund all die Jahre. War? Was meinst du damit? Oh nein, Eivor. Du warst fort. Es tut mir leid, Sven verstarb vor nicht einmal 2 Tagen. Im Schlaf. Nein. Wie geht es Tova? Sie nimmt es schwer, sehr schwer. Du solltest mit ihr sprechen. Soweit ich weiß, hat sie sein Grab kaum verlassen. Wie dem auch sei. Du brauchst wahrscheinlich was, hm? Zeig mir, was du anzubieten hast. So. Perfekt. Jetzt siehst du noch mächtiger aus. Wir sehen uns später. So. Schön, leite mich. Ach, die. Finn, willkommen in unserem Heim. Mögest du hier einen zweiten Wind finden, der deine Segel füllt und dich über die Meere und wieder zurückträgt. Dieses Bild werde ich im Kopf behalten, Wolfsmal. Ich freue mich, mit an Bord zu sein. Hm.
Zeigst du mir deine Waren? Nein. Für die finde ich ein neues Zuhause. Ist das dann alles? Ich muss gehen. Bleib gesund. Lass dich mal wieder blicken. Überblicke das Land, Freundin. So. Neue Tattoos? Einen Moment, Leute. So, perfekt. Oh. Tova. Eivor, es ist Svein. Er starb, als ich fort war. Tova, tut mir leid, dass ich auch nicht hier war. Niemand war hier. Am Morgen wollten wir Teglas Fässer einbrennen und sprachen noch über unser Abendessen. Als ich ihn abholen wollte, lag er in seinem Bett. Ich dachte, er schläft. Doch er war schon von uns gegangen. Ich bin sicher, er ging in Frieden. Aber er hatte noch große Pläne. So viel zu erledigen. Er hatte noch so viel vor. Sein Tod war so nutzlos. Nicht wie in unseren Geschichten. Welche Geschichte? Welche Geschichten meinst du? Wenn wir Geschichten der Alten und Weisen erzählen, schwebt über ihnen diese zufriedene Ruhe. Sie wissen, dass ihr Ende gekommen ist. Und sie sind bereit. Svein war nicht bereit. Ich war noch nicht bereit dafür. Er wollte mir noch vieles beibringen. Ich wollte noch mehr lernen. Jeder sieht mich an, als könnte ich einfach seine Arbeit weiterführen. Als wäre nichts geschehen. Weil sie es nicht wissen. Sie wissen nicht, dass ich nicht bereit bin. Das Leben verlangt manchmal mehr von uns, als wir zu geben bereit sind. Wir können nur unser Bestes tun. Ich war nicht bereit, meine Eltern zu verlieren. Und doch wurden sie mir in einem Augenblick genommen. Ich hielt durch, weil ich leben wollte. Das muss hart gewesen sein. Aber du bist so stark, so entschlossen. Jemand anderes hätte sich vielleicht besser geschlagen. Oder schlechter.
Doch das ist mein Schicksal. Also nehme ich es an. Ich weiß, dass Svein an dich geglaubt hat, an dein Können. Glaubst du auch an ihn? Vertraust du ihm? Er war der geschickteste Künstler, den ich je kannte. Und er wählte dich. Ob du an der Aufgabe wächst oder sie ablehnst, ist deine Entscheidung. Aber vergiss nie, dass er an dich glaubte. Vielen Dank, Eivor. Ich muss nach Hause. Sei stark, Tova. Vergiss nicht, dass wir dich schätzen. Wenn ich meine Augen schließe, Svein, sehe ich deine Entwürfe auf den Armen der Götter. Verzeih, dass ich nicht hier war, um dich zu verabschieden, alter Freund. Du hast Tova viel beigebracht. Durch sie lebst du weiter. Wenn ich meine Augen schließe, Svein, sehe ich deine Entwürfe auf den Armen der Götter. So. Provozier mich weiter und ich schnupfe dir das Maul mit deinem hässlichen Hut, Holmgeir. Erkennst du keine Handwerkskunst, wenn du sie siehst, Ruhe? Ruhe da! Holmgeir, was soll das geschehen? Eine Nachricht für mich. Ich verlange, dass die Sache hier und jetzt geht. Randvi, ich verlange, dass die Sache hier und jetzt gelöst wird. Hab Geduld, Huadan. Dafür wird es eine Zeit und einen Ort geben. Eivor, Tür sei Dank. Ich habe laute Stimmen gehört. Ist etwas? Holmgeir hat mich bestohlen. Ich verlange, dass er bestraft wird. Stehlen ist ein starkes Wort. Stiehlt das Reh, wenn es aus dem Fluss trinkt? Bestiehlt die Krähe ein Feld, wenn sie das süße Gras frisst? Die Angelegenheit erfordert ein feinfühliges Urteil. Würdest du? Natürlich. Nochmal von vorn, bitte. Sieh an! Dir scheint keine Ausrede zu gering zu sein. Du kannst nicht von diesem Stuhl lassen, was? Wer eignete sich besser, um in Sigurds Abwesenheit die Konflikte zu lösen? Vielleicht lässt du sie das selbst klären. Aber das würde bedeuten, etwas abzugeben, nicht wahr? Arschloch. Beginn von vorn. Sag mir, was passiert ist. Ich beginne. Also, dieser philisterhafte Sachse hat mich fälschlicherweise beschuldigt. Ein Philly, was? Machst du dich über mich lustig? Ruhe bitte. Ich höre beide Seiten an und treffe eine Entscheidung über die Notwendigkeit einer Wiedergutmachung. Verstanden? Ruadan, erkläre dich. Ruadan, erzähl mir deine Sicht auf die Geschehnisse. Nun, wie du sicherlich weißt, sind Holmgeir und ich Nachbarn. Ich habe ihn oft dabei erwischt, wie er in meinem Stall Werkzeuge stahl. Auslieh. Holmgeir, lass ihn sprechen. Stehlen, ausleihen, es ist doch so. Ich habe ihm stets gestattet, zu nutzen, was er braucht. Ich bewundere eure nordische Großzügigkeit und wollte ihr gerecht werden. Aber heute Morgen hat Holmgeir meine Güte ausgereizt. Als ich den Stall zur Fütterung betrat, fehlte meiner schönsten, sanftmütigsten Stute der Schweif. Kein einziges Haar war mehr da. Ich schäme mich, es zu sagen, aber mein erster Verdacht führte mich zu Holmgeir. Und ich hatte recht. Denn als ich hinüberspähte, sah ich, wie er den in Farbe getränkten Schweif des Tieres in der Hand hielt und ihn über einen Stoffen... Ich malte, Ruadan. Ich malte. Bei dir klingt das so primitiv. Siehst du? Diese ganze Überheblichkeit. Es wird Jahre dauern, bis Elfjifus Schweif wieder so lang ist. Ich verlange eine Wiedergutmachung. Ich verstehe. Hab Dank, Ruadan. Okay, Holmgeir, erzähl du, was passiert ist. Holmgeir, erzähl mir deine Sicht. Eivor,
Du kennst mich seit Jahren als Skalde. Du hast gesehen, wie meine Gedichte den Menschen Freude und Weisheit bringen. Und du weißt, dass meine Arbeit eine gewisse, na sagen wir, Freiheit braucht. Ich brauche für meine Dichtkunst häufig seltene Dinge. So ist das nun mal. Und oft, wenn mir das nötige Werkzeug fehlt, muss ich etwas Neues probieren. Alves Gehstock, Tovas Farben, man gab mir all das freigebig. Du hast meinem Pferd den Schweif für einen Pinsel abgeschnitten, du! Wo dann? Nun, wie ich bereits ausgeführt habe, erkannte ich an diesem schicksalhaften Morgen, dass meine poetischen Bestrebungen einige wohlplatzierte Pinselstriche vertragen könnten. Ich dachte da an einen faserigen Ast, einen Stoff oder meine Hände. Aber nein, ich brauchte etwas Weicheres. Für den perfekten Pinsel brauchte ich das feine Haar eines gepflegten Pferdes. Und da kam mir eine bekannte Quelle in den Sinn. Du hast Elfifuß Schweif am Steiß abgeschnitten, ohne zu fragen! Es war früh am Morgen. Ich wollte dich nicht wecken. Vielen Dank, Holmgeir. Ich denke, ich verstehe deine Sicht. Ich habe genug gehört. Ich denke, ich habe genug gehört. Wenn ihr bitte... Mein Pferd sieht grässlich aus. Es ist kaum ansehnlicher als ein Esel. Du musst etwas unternehmen. Verwechsle Haar nicht mit Schönheit, Ruadan. Sie strahlt noch immer. Elfchifus Haar wird bald nachgewachsen sein. Ruhe, alle beide. Hört zu. Ruadan hat recht, weil... Holmgier? Für was? Ohne zu fragen? Das ist ja mehr Diebstahl. Hätte lieber fragen können. Aber Ruadan, ich bin mehr auf Ruadans Seite. Holmgier, Ruadan ist eindeutig im Recht. Du hast den Schweif abgeschnitten, ohne um Erlaubnis zu fragen. Ich habe ihn nur geliehen. Geliehen! Da er nachwachsen wird, ist es doch ein Verbrechen ohne Geschädigten. Es wurden gleich zwei geschädigt, Holmgier. Du hast genommen, ohne zu fragen, und das ist nicht hinnehmbar. Da sein Pferd nun weniger wert ist, wirst du Ruhe dann das erstatten, was er dafür bekommen hätte. Aber er wollte es nicht verkaufen. Gib es zu, Ruhe dann! Meine Entscheidung ist endgültig. Begleicht deine Schuld und begegnet euch morgen als Freunde. Und darf ich dann das Pferd behalten? Bezahl den Mann, dann ist die Sache erledigt. Ruhe dann. Ist das genug? Ja. Vielen Dank, Eivor. Gut. Dann lassen wir die Sache mit Tyrs Segen ruhen. Wir sind fertig. Kehrt in Frieden nach Hause zurück. Erlaubst du mir, dich mit einem farbenfrohen Bild zu entlohnen? Immerhin hast du zu seiner Entstehung beigetragen. Auf keinen Fall. Silber ist das Einzige, was ich von dir sehen möchte. Hallo, Eivor. Sei gegrüßt. Dieser Holmgier ist schon etwas eigen. Ich beneide ihn fast. Er sieht die Welt durch solch ein trübes Glas und hat nur belanglose Probleme. Er geht so sorglos durch die Welt. Verfolgen wir diesen Gedanken nicht so weit. Ich brauche dich so, wie du bist. East Engler steht uns bei. Ihr König Oswald hat uns seine Treue zugesichert. Eivor Königsquell werden wir dich bald nennen. Bemerkenswerte Neuigkeiten. König Ceolwulf hat Ceolbert nach Schrobischir geschickt. Er hofft, ihn dort als Aldermann einzusetzen. Schön. Er sollte sich gut machen. Hat er doch viel von dir gelernt. Ich gab ihm nur einen Vorgeschmack auf mein Wissen. Alles Übrige muss er selbst herausfinden. Noch etwas. Ich weiß nicht, ob du es hörtest, aber Swain verstarb vor kurzem. Der arme Mann, er entschlief in seinem Bett. Ja, davon habe ich gehört. Der Arme. Ich wünschte, ich hätte vorher mehr Zeit mit ihm verbringen können. Das wünschen wir wohl alle. Vor allem Tova. Alles in Ordnung? Randvi, geht es dir gut? Du wirkst abwesend. Mir geht es gut. Nur etwas müde, aber das macht nichts. Sollen wir uns die Karte ansehen? Klar. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Oh. Nee, zu stark.
London? Was ist mit Oxenafortshire? Sigurd sagte mir, er hätte dort zu tun. Ach, ja, tatsächlich ist Sigurd gerade dort. Du sollst ihn dort treffen, sobald du kannst. Er hat sich mit dem aufrührerischen Tarn Gedrick zusammengetan und hofft, ihn im Tausch für seinen Schwur als Aldermann einzusetzen. Es gibt eine Schenke im Herzen Buckinghams. Sigurd erwartet dich dort. Ich werde mich zum... Ja. Ich breche sofort auf. Wo liegt Buckingham? An der großen Use, welche Oxenafortshire teilt. Sigurd wird sich freuen, dich zu sehen. Okay, dann gehen wir. Dann gehen wir. Ulfi, schön dich zu sehen. So, was wollen die Götter jetzt? Gabe, Flusswels, klein. Ach Mann! Nee, nicht so. Müssen wir später dahin gehen.
So, was gibt's denn hier was Neues? Ich kann nicht mal weinen. Warum fluchst du, Wikinger? Das hier ist die Asche der letzten Männer meiner Mannschaft. Sie sind alle gefallen. Ein herber Verlust. Das ist noch nicht alles. Gerade erst erreichte mich Kunde aus Nordwege. Meine Familie wurde von der Seuche dahingerafft. Allesamt. Wikinger. Meine Frau. Meine Kinder. Alle, die mir lieb sind. Das ist zu viel. Du musst deinen Verlust betrauern, guter Freund. Ich kann nicht weinen. Als Plünderer habe ich es mir verboten. Kannst du mir vielleicht erlauben zu weinen? Was meinst du damit? Du bist auch Wikinger. Wenn du mir die Erlaubnis gäbest, könnte ich die Erde mit einem Tränensturm wässern, um den Schmerz zu lindern. Ja, ich gebe dir mein Wort. Betrachte mich als deinen Anführer. Und als solcher befehle ich dir, weine, Wikinger. Weine. Das hilft nicht. Ich kann nicht. Es geht nicht. Oh Götter. Na, jetzt meint er. Nicht erwischt werden. Sieh mal nach, Söhne. So. So, nimm den Schlüssel! Ah, wir erledigen diesen Wichser. Ah, Scheiße!
Komm ruhig her. So, das war ja leicht. Wo du hingehen wirst, gibt es kein Sonnenlicht. Vielleicht wirst du in der Haut einer Schlange baden. Dein Name, Kummerbringer, schneller Tod, wie er auch lautet, ist auf ewig befleckt. Mein Name ist Horsa. In meinem Haus findest du Silber. Sorg dafür, dass es gut und leichtfertig ausgegeben wird. Das war ja einfach. Das, siehst du? Seht ihr, Leute, das ist ein Vorteil, wenn man ein Sammler ist. Weil durch Sammler kannst du vieles lernen. Ah, Pilze. Also nehmen wir unser Drögen. Ah, das sind die Drögen. Okay, auf das Zeichen achten. Kreuz. Das sind mehrere Kreuze. Nur ein Kreuz, zwei Kreuz. Ein Pferd. Nein, das ist unser Pferd. Okay. Wo führen die Raben mich hin? Okay, die Raben führen mich dahin. Okay. Die Raben führen mich dann dahin. Moment mal. Ah! Eins. Zwei. Drei. Vier. Und das ist der letzte. Fünf. Vorsichtiger Mann.
der zum Mahle kommt, schweigt lauschend still. So muss es auch der Weise tun, der sich verständig erforscht. Schwöre ich allen weltlichen Gelüsten ab. Was machst du in diesem Verlies? Ich widme mein Leben dem einsamen Gebet. Ich tue Buße und faste. Ich habe das Schloss aufgebrochen. Du kannst gehen. Aber ich will doch so leben. Ich bin eine Anachoretin. Das ist mein ganzes Leben. Eingeschlossen. Tag und Nacht für den Rest deines Lebens? Seltsame Art der Gottesanbetung. Ich habe meinen Frieden mit der Welt geschlossen. Kannst du das auch behaupten? Komm nach draußen. Wie kannst du Frieden mit einer Welt schließen, die du niemals betrittst? Ich weiß, welche Schmerzen sie bereithält. Komm nach draußen. Die paar Augenblicke wird dein Gott dir sicher verzeihen. Komm, komm. Ich folge dir und sei es nur, um das Gras unter meinen Füßen zu spüren. Ich tue Buße, wenn ich zurück bin. Ich kam nach dunklen Zeiten her, Seuchen und Hungersnöten, dem Tod meines Vaters. Das ist nun Jahre her. Wie es wohl sein mag, wieder eine kühle Brise zu spüren, die wärmende Sonne und den Duft von Lavendel. So. Gott wird das bestimmt nicht so wollen, du so ein Leben lebst. Genieß die Natur, was die Götter dir geschenkt haben. Ach, die Welt. Sie ist so wunderschön. Die Schönheit der Erde erneuert uns. Ich danke dir. Mein Leben beginnt von vorne. Siehst du, das haben die Götter uns geschenkt. Und Gott. Wir sind von deiner Welt, o Herr. Und darum danken wir dir. Blätter fallen, das Laub wird zu Staub und aus diesem wachsen neue Bäume. Ja, genau. In die Ferne, Sünen. So. Moment. Scheiße! Arschloch!
Komm schon, dreh dich um. Perfekt, danke. Okay. Wow. Wow, Leute, das sogar mächtige. Ah, Scheiße! Ja.
Ah, ich geb nicht auf, Leute. Whoa. Mit drei Würfen, ey. Geh weg, weg, verpiss dich, verpiss dich! Ah, fuck you! Jetzt brauche ich einen stärkere Pfeile. Ah nein! Fuck you! Ich mach weiter, ist mir scheißegal, ich mach weiter. Wow. Ah, die scheiß Würfe sind so schnell, ey.
Warte, warte! Lass mich das nur beenden! Fuck you, fuck you. Ein Wolf ist erledigt, okay, gut. Bei den Göttern. Das war knapp, ey. Okay, Leute. Ich sag mal, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch meine Videos gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Es wird mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ihr wisst Bescheid, was ihr machen müsst. Ihr könnt mir gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Ich werde es mal auf jeden Fall anschauen. Und dann werde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.